Hallo, hier ist Kali Franz und heute ist Montag, der 25. Februar 2019. Das wird mein letztes Video sein. Ich rufe zu einem Aufstand auf. Und ich meine es so. Freimaurerei ist ernsthaft die brutalste und schrecklichste Geheimgesellschaft, die ihre giftigen Tentakel in fast jeden Bereich der Gesellschaft geschlagen hat. Die Polizei, das FBI, die CIA, alle Ämter der Bundesregierung, die Unternehmen, Rechtsanwälte, Ärzte, Ingenieure, Schulleiter, Babysitter, sie sind alle in einer großen, ekelerregenden Geheimgesellschaft, Freimaurerei und die Order of the Eastern Star, Orden des Oststerns. Nichts wird sich auf dieser Welt verändern, wenn nichts geschieht. Und ich glaube wirklich, dass es mehr gute Menschen in dieser Welt gibt als teuflische Menschen. Jedoch sind es die schlechten Menschen in dieser Welt, die daran sind, alles zugrunde zu richten. Du willst wissen, warum 800.000, das ist die offizielle Zahl, 800.000 Kinder jedes Jahr vermisst werden? Es sind wahrscheinlich mehr als 1 Million. Der Grund dafür sind die Kräfte des Kinderhandels. Es geht nicht um irgendeine Migrantenkarawane aus Mexiko. Es geht nicht um eine Gruppe von Menschen, die in Syrien leben. Es sind eure Leute, die einen weißen Kragen und einen blauen Kragen tragen, die in Amerika leben. Und ich hasse es, sie als Menschen zu bezeichnen, denn sie sind weniger als menschlich und sie haben es nicht verdient zu leben. Sie haben es nicht. Ich rufe zu einem Aufstand auf, in jedem Freimaurertempel, in das Scottish Rite Center, im Freimaurerzentrum nach schottischem Ritus, in jeder Freimaurerloge, allen Freimaurern gegenüber. Ich führe jetzt einen Krieg, weil das aufhören muss. Und der einzige Weg, der das beenden wird, ist eine Revolution. Und es wird nicht schön sein. Merkt euch meine Worte. So, heute bitte ich dich, nimm es selbst in die Hand, tue, was du kannst, um deine Familie und dich zu beschützen. Tritt nicht der Freimaurerei bei, aber sei dir sicher, jeden Freimaurer zu belästigen, den du erkennst, denn sie haben es verdient. Freimaurerei ist eine luziferanische Lehre, man kommt nicht darum herum. Wenn du dich mit Freimaurern verbindest, bist du dir der Lehre der Ältesten wie die Spitze eines Berges wohl bewusst. Du weißt, was ich meine. Das ist den Leuten nicht verborgen. Die Leute treten den Freimaurern bei, weil sie eine geheime Gesellschaft benötigen, um sich zu schützen vor dem ganzen Unrat und Dreck, den sie tun. Besonders, was sie den Kindern antun, insbesondere, was sie den anderen Menschen antun. Und ich weiß, dass es viele, so viele Vertuschungen gibt gegenüber den Überlebenden von satanisch-rituellem Missbrauch und das ist vollständig beabsichtigt. Sie möchten nicht, dass Menschen Rache üben. Sie fürchten sich davor. Sie wollen keine Menschen, die einen Aufstand oder eine Revolution initiieren, sie fürchten das. Nichts lässt die Freimaurer und kranken luziferanischen Pädophilen und Mörder mehr in ihrer verschissenen Unterwäsche zittern, als der Gedanke, dass jemand in ihr Haus kommt, mitten in der Nacht hineinbringt und ihnen die Gerechtigkeit widerfahren lässt. Ich weiß, es auszusprechen hat mich veranlasst, alles zu verlieren. Ich wusste das. Ich wusste es schon von Anfang an, dass die Wahrheit dich befreit. Aber es wird dich absolut alles kosten, außer deine Seele. Denn sie können dir deine Seele niemals rauben. So an meine Misshandler, die Täter gerichtet. Dieter Franz. Lindy Franz. Helmer Franz. Wenn euch niemand absticht, Gott wird es ohne Zweifel tun. An die Leute gerichtet, die Zeugen meiner Entführung waren, die nichts getan und geschwiegen haben. Eure Tatenlosigkeit ist genauso schlimm wie ihre Taten. Charles Hensley und Shelley Hensley, Schande über euch. Schande über euch.
und an meine Mutter gerichtet, die Dame der Vertuschung, die Zuhälterin, die Frau, die im Dunkeln hinter meinem Rücken versucht hat, mich zu diskreditieren gegenüber jedem, der mich kennt. Und noch geht sie zu all diesen Leuten, die ich kenne, und erzählt ihnen, sie sei voll von Mitgefühl und Liebe und sie liebt nur ihre Tochter. Oh, wirklich? So, wie kommt es, dass du nicht zu mir gekommen bist? Es ist lächerlich, wie du nur so eine narzisstische Psychopathin sein kannst, mit all deiner Sorge nur darauf bedacht, dein Gesicht zu wahren. Denn du bist eine oberflächliche Hure und ich habe es mein ganzes Leben lang gewusst. Und an meinen Vater gerichtet, ich weiß nicht, was verdammt nochmal dein Problem ist, Karl, Franz. Aber du bist ebenso pervers. Das ist mein letztes Video und ich hoffe, dass jemand es sichern und wieder hochladen wird und die Revolution weiterführen wird. Weil es einen Grund gibt, warum das FBI in diesen Fällen nicht ermittelt. Es gibt einen Grund, warum es keine Beweise gibt, denn die Leute in hoher Position in der CIA, der FBI, den Polizeidienststellen, haben zahlreiche Möglichkeiten, diese Beweise verschwinden zu lassen und in die medizinischen Fachbereiche zu kommen, um jegliche Art von Beweisen zu vernichten. Oh ja, ich ging zur Notaufnahme 250 Prospect Place, Sharp, Coronado Hospital, am 11. Februar morgens. Ich konnte meinen Puls oder Herzschlag nicht kontrollieren und sobald ich in die Notaufnahme kam, hörte es auf. Weißt du warum? Denn sie haben etwas, das blockiert dort. Und als ich sie darum bat, meinen Arm zu röntgen, haben sie zwei Röntgenaufnahmen gemacht, eine von oben und eine von der Seite. Als erstes wollten sie mir die Röntgenaufnahme nicht zeigen. Nein, ich musste darum fragen, ob ich sie sehen kann. Sie wollten, dass ich gehe. So verließ schließlich die Krankenschwester Nancy die Notaufnahme, kam ein paar Minuten später zurück und zeigte mir nur eine davon. Und sie würde diese nicht vergrößern, noch eine Detailansicht zeigen und es sah frisiert, manipuliert aus. Jedoch entdeckte ich ein dickes Narbengewebe im Arm auf der rechten Seite meines Unterarmknochens, Radialknochens. Und das stimmt exakt damit überein, wie das Instrument benutzt wurde, um mir den Chip in meinen Arm einzusetzen. Ich weiß, dass sie den jetzigen Chip mit Photoshop oder dergleichen daraus wegretuschiert haben, der klein ist. Er misst in etwa einen halben Zentimeter. So danach fragte ich sie, wo ist die andere Röntgenaufnahme? Sie wusste nicht, dass zwei Röntgenbilder aufgenommen wurden. So musste sie mich wieder verlassen, um natürlich auch dieses Bild in einer zusätzlichen Zeit zu manipulieren. Und als sie zurückkam, war es das gleiche Spiel, sie würde es nicht vergrößern und hineinzoomen und sie drohte mir damit, ein paar sportliche Leute zu holen, die mich abholen würden, nachdem ich mich geweigert habe, eine Tetanus- oder Grippeimpfung zu erhalten. Ja, lass dir keine Grippeimpfungen geben, lass dir keine Impfungen geben. Das ist das, was die Regierung von dir erwartet zu tun. Versuche mit allen Mitteln lebendig zu bleiben mit verschlossenen Augen. Es ist ja nur dein Tod und der der gesamten Welt. So, hiermit ist es gesagt, ich beende meine letzte Nachricht hiermit an all die guten Menschen da draußen, die, die an Gott glauben und auf der Seite des Guten stehen. Gott gab dir einen freien Willen und einen heiligen gerechten Zorn aus einem Grund. Und ich schlage vor, dass Leute beginnen, dieses zu nutzen. Ich liebe euch alle. Ich danke euch und lasst meine Nachricht nicht sterben.